Du spielst gerade in diesem Moment Destiny 2 und fragst dich, warum die Leute Mitspieler für den Rattenkönig suchen? Dann kein Problem, in diesem kompakten Video fährst du alles Wichtige zu der begehrten exotischen Handfeuerwaffe. Kommen wir zum ersten Schritt. Um die Quest überhaupt zu erhalten, müsst ihr die Hauptstory komplettiert haben. Dies solltet ihr sowieso tun, da ihr nur so zum Endgame-Content gelangt, wie zum Beispiel den Raid. Ist dies geschafft, taucht eine neue Quest mit dem Namen Der Feind meines Feindes auf dem Planeten Titan bei Sloane auf. In dieser Quest müsst ihr verschiedene Aufgaben erfüllen, bei denen ihr massenweise Gegner töten müsst. Am Ende der Mission winkt dafür eine neue Kinetikwaffe namens des Rattenkönigs Freunde, die ganz heimlich in euer Inventar wandert. Kommen wir zum nächsten Schritt. Jetzt kommt der Witz der Ratte. Das Item ist gar keine richtige Waffe, sondern ein weiterer Questschritt, bei dem ihr Rätsel lösen müsst. Wichtig für diesen Schritt und alle folgenden Schritte ist, dass ihr einen Einsatzdruck von mindestens 2 Hütern benötigt. Das Item hat eine rätselhafte Beschreibung, was ihr zu tun habt. Zunächst müssen 3 beliebige Patrouillenmissionen auf einer beliebigen Welt abgeschlossen werden. Ich empfehle euch die EDZ, also die Europäische Todeszone, da es hier massenweise Patrouillenmissionen gibt. Anschließend müsst ihr mit eurem Einsatztrupp mindestens 2 öffentliche Events meistern. Dies sollte kein Problem sein, da die Events auf der Karte angezeigt werden und auch relativ schnell erledigt sind. Heroische Events sind jedoch nicht erforderlich. Ist dies geschafft, müsst ihr noch 2 beliebige PvP-Matches bestreiten. Gewinnen oder verlieren spielt ausnahmsweise hier keine Rolle. Nun habt ihr es fast geschafft, fehlt nur noch der letzte Schritt und leider auch der anspruchsvollste. Ihr müsst den Dämmerungsstreik bestreiten und ihn abschließen mit mindestens 5 Minuten Restzeit. Schafft ihr es nicht innerhalb dieser vorgeschriebenen Zeit, so müsst ihr den Strike erneut spielen. Eine sehr hohe Power Level, vorzugsweise 270 plus, ist zu empfehlen, da in diesem Strike hochrangige Gegner massenweise erscheinen. Ihr habt es also geschafft, das Rattenkönigs Freunde Rätsel gelöst und eine der stärksten Exo-Waffen im Spiel erhalten. Mit einer Feuerrate von 300 und einer Magazingröße von 15 haltet ihr mit dieser Handfeuerwaffe einen echten Rattenkiller in der Hand. Als Perks gibt es den Red Pack und Vermin. Red Pack bewirkt, dass die Waffe stärker wird, wenn nahe Verbündete ebenfalls den Rattenkönig ausgerüstet haben. Dieser Effekt ist bis zu 6-mal stapelbar. Sie lässt sich sogar schneller schießen, wenn Red Pack aktiv ist. Dies ist in Raids ein sicherlich großer Vorteil. Der andere Perk, Vermin, macht euch kurzzeitig unsichtbar, wenn ihr direkt nach einem Kill nachladet. Sicherlich im Schmelztiegel ganz nice. Der Rattenkönig hat auch ein Ornament, bei dem die Waffe insgesamt etwas dunkler wirkt. Ich persönlich finde die Waffe richtig nice. Die verzierten Ratten am Lauf der Gun machen schon was her, aber auch die Perks sind sehr stark. Was hältst du von dieser Waffe? Schreib einfach einen Kommentar unter diesem Video und beschreibe deine Erfahrungen. Nun weißt du alle Schritte, wie man die exotische Waffe Rattenkönig in Destiny 2 erhält. Wenn dir das Video gefallen hat und du gerne mehr sehen möchtest, dann gib ein Like ab.